1. Moin Moin und ein recht herzliches Hey zusammen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hexert zusammen mit dem Fuma. Was geht ab, meine werten Crasher? Wir sind, ja, wie gerade eben schon wunderbar angekündigt wurde, bei einer Hexert-Folge. Endlich wieder. Und ich habe voll Lust drauf. Jo, ich eigentlich auch. Es haben ja jetzt ziemlich viele aus dem Projekt, haben jetzt ziemlich lange nichts mehr gemacht und ja. Auch ich und du ja auch. Also. Ja, weil ja nie jemand da war, der was mit mir machen wollte. Ich komme mein Haus nicht mehr hoch. Als Theo hier drin Wasser kaputt gemacht, Wasser auf, hat rauslaufen lassen, hat er meine Leiter kaputt gemacht. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Muss ich mir wieder eine Leiter holen. Aber ich habe gerade nicht genug Platz in meinem Inventar dafür. Was soll ich nur tun? So schwere Entscheidung. Du könntest dir ja mal Cloud Boots machen. Dann kannst du richtig hoch springen. Das ist richtig witzig. Ja, dafür müsste ich wissen, wie es geht. Weiß du brauchst nicht. 32 Gold und 4 Federn. Hallo? Hey. Hallo. Ich würde gerne wieder rauskommen. Das wäre sehr nett. Und komm, klappt das? Ja, danke schön. What the hell? Okay. Läuft bei dir. Ich weiß nicht, ich bin gerade plötzlich einfach mitten im Boden festgehangen und so. Ja, wir haben uns heute ein schönes Thema überlegt. Ich werde da auch in meiner Rogue Legacy Folge nochmal drüber sprechen, aber da ich da ziemlich abgelenkt bin, wird das nicht so richtig funktionieren. Und deswegen, ich habe dem werten Killer vorhin eine Aufgabe gestellt. Es war eine ziemlich gemeine Aufgabe, weil ich habe ihm gesagt, schau dir doch mal bitte den Trailer für den neuen Michael Bay Film Teenage Mutant Ninja Turtles an. Ja. Und ich hätte jetzt gern deine Meinung dazu. Meine Meinung dazu. Also es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also es sieht natürlich actionreich aus, so auf den ersten Blick, und auf jeden Fall auch unterhaltsam. Teilweise denke ich einfach, dass es auch lustige Szenen drin hat. Und ja, an sich weiß ich über die Story. Also ich kenne jetzt Ninja Turtles nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Kann ich also nichts groß sagen zur Story, aber an sich so actionreich wird der Film, denke ich, schon werden. Kennst du die Ninja Turtles denn überhaupt so? Ganz im Allgemeinen. Boah, ich hab also jetzt großartig nicht. Ich habe einfach ein bisschen was mitgekriegt, was so gibt halt. Was denke ich so jeder mitgekriegt hat. Okay. Gibt ja da auch eine Kinderserie drüber und was weiß ich alles. Ja, genau. Wenn ich dann auch weiß, dass du das kennst und so, dann muss ich dir da doch gerade mal bitte eine Frage stellen. Wie zur Hölle kannst du diesen Trailer auch nur ansatzweise gut finden? Wie? Er ist die Hölle. Er ist die absolute Hölle. Es gibt im Grunde genommen nichts Schlimmeres für die Ninja Turtle als diesen Trailer. Als diesen Film ganz im Allgemeinen. Also wie gesagt, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ja, offensichtlich nicht. Offensichtlich kennst du dich damit nicht aus. Oh Gott. Ja, warum ist denn der Trailer so schlecht? Erstens, hast du dir die Ninja Turtles mal angesehen? Hast du mal in ihre Gesichter geguckt? Ja, wie die aussehen, die sehen furchtbar aus. Sowas kann man doch nicht verkaufen. Ja? Ich meine, was hat man sich dabei gedacht? Ich kann dir sagen, was man sich dabei gedacht hat. Nix hat man sich dabei gedacht. Ja, man dachte sich, oh ja, ist mir eigentlich egal. Und dann machen wir einfach mal. Gott. Wie verwende ich einen Amboss? Ein Amboss, ja. Indem du einfach rechtsklick draufklickst. Ja, no shit. Aber wenn ich jetzt was im Amboss reparieren möchte? Du musst einfach das Material, aus dem das Schwert oder Rüstung besteht, in die andere Seite machen und dann. Ah, okay. Ja, ja, super. Dankeschön. Also der Trailer ist schlecht in dem Fall. Der komplette Film ist eine Beleidigung für die Ninja Turtles. Es ist unfucking glaublich, ja, dass es Menschen gibt, die das gucken werden und gut finden werden, weißt du? Dass es auch noch Menschen gibt, die das Ganze gut finden werden, ist für mich persönlich eigentlich das Allerschlimmste daran, ja. Es gibt eine neue Serie von den Ninja Turtles, und zwar die heißt auch einfach nur TMNT und ist aus 2012, deswegen ist es die TMNT 2012 Serie. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht.
Und die ist hammergut. Die ist wirklich verdammt gut. Es ist eine der besten Teenage Mutant Ninja Turtles Serien, die ich bisher gesehen habe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was in dieser Serie passiert, jetzt vollkommen egal sein wird wegen diesem Film. Weil jeder nur diesen Film gesehen haben wird, weiß, ein gottverdammter Michael Bay Film ist. Und ich hasse es, dass Michael Bay absolut jede gottverdammte Serie, die irgendwie cool sein könnte, im Film zerstört. Ich meine, Transformers. Wie fandest du Transformers? Naja, ich fand ihn jetzt nicht so Bombe. Aber irgendwie alle finden Filme nicht so gut. Ich weiß auch nicht warum. Ist auch nicht so mein Ding gewesen. Ich kann dir sagen, warum man Transformers nicht gut findet, ja? Also der erste Grund dafür ist schon mal, weil er scheiße ist. Ja, also es ist, Transformers ist so, Transformers gehört so zu den Filmen, die dadurch bestechen, dass sie keine Story haben, aber die auch noch unglaublich kompliziert erzählen. Aus allem möglichen Mist versuchen irgendwas. Ich habe einen roten Meteor. Jam, cool. Die versuchen aus allem möglichen Mist irgendwie was rauszuholen, was keinen Sinn macht und bei dem du grundsätzlich nicht weißt, was gerade eigentlich überhaupt passiert, ja? Bei dem du keinen gottverdammten Gegner auch nur irgendwie, bei dem du auch keine Figur irgendwie von der anderen Figur unterscheiden kannst. Also ich meine, mal, also im ersten Teil geht's ja noch echt gut, aber dann später in den Teilen, unterscheid doch mal bitte die guten Roboter von den bösen Robotern. Ja? Kannst du das? Nein. Nein, das ist quasi unmöglich, weil sie einfach alle gleich aussehen. Und genau dasselbe Problem haben wir bei den Teenage Mutant Ninja Turtles auch, ja? Natürlich, du hast da hier Raphael, Michelangelo, Donatello und Leonardo. Genau. Und die haben an sich eigentlich ja auch alle ganz andere... Könnt ihr mal damit aufhören, bitte? Die haben an sich eigentlich auch alle ganz andere Eigenschaften. Ja, von dem, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten und so weiter. Haben sie in dem Film auch. Wunderbar, ich bin begeistert. Hast du gut gemacht, Michael Bay. Du hast ausnahmsweise sogar mal 2 Sekunden lang in das Source Material reingeguckt, was du verwenden möchtest. Ich bin begeistert. Allerdings, dann sehen sich diese Figuren, dadurch, dass sie so mit Details überladen sind, wieder so unglaublich ähnlich, dass sie, dass man sie wieder nicht mit voneinander unterscheiden kann. Dann das allererste, was man im ersten Trailer gesehen hat, du hast jetzt den zweiten Trailer gesehen, was man im ersten Trailer gesehen hat, war, wie Michelangelo seine Maske abgezogen hat. Ja? Warum zieht er seine Maske ab? Es sind die gottverdammten Ninja Turtles, die ziehen ihre Maske nicht ab. Das machen die nicht. So rein aus Prinzip schon mal einfach nicht. Dann April O'Neil sieht überhaupt nicht nach April O'Neil aus. Die reden alle, als ob sie aus dem Ghetto kommen würden. Und der Foot Clan verwendet Maschinengewehre. Also dieser Film hat einfach nichts mit der Serie, mit den Teenage Mutant Ninja Turtles an sich zu tun. Und er ist eine absolute Beleidigung für jeden, der diese Serie irgendwann mal geguckt hat oder mochte. Und irgendeine Hoffnung darauf hatte, dass tatsächlich mal ein einigermaßen anständiger Michael Bay-Film rauskommen könnte. Okay. Also man muss hier dazu sagen, dass ich allgemein mit Filmen nicht so viel am Hut habe wie andere, weil ich gucke auch gar nicht so viele Filme. Zu meiner Verteidigung. Ich schon. Ich bin relativ passionate, was Filme angeht. Also... Ich gucke sie nicht nur viel, ich gucke sie auch gerne. Okay. Ja, aber warte mal, irgendwas habe ich noch vergessen. Ach ja, Shredder. Shredder ist ein gottverdammtes Schweizer Taschenmesser. Er ist ein Schweizer Taschenmesser geworden. Was soll das denn? Was denken die sich dabei denn? Was machen die aus diesen Figuren? Kannst du mir das bitte mal erklären? Nein. Mein Schwert ist weg. Dein Schwert ist weg. Mein Schwert ist weg. Oh, ich habe mein Schwert fallen gelassen. Irgendwie wegen dieser komischen Dings hier. Wegen der Spinne hier. Jetzt, Leute, hört auf, mir auf den Sack zu gehen. Danke. Komm, stirb. Gut, ein Skelett weg. Es ist so schön, wenn man so die richtige Rüstung anhat, dann kann man einfach so vollkommen ignorieren, dass man angegriffen wird. Irgendwie habe ich gerade mein Ender das Schwert aus irgendwelchen Gründen fallen gelassen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, warum. Kann natürlich sein, weil viele solche Boss-Mobs bringen dich dann einfach dazu, dass du deine Waffe verlierst, mit denen du sie schlägst eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Also ich bin auch mal davon ausgegangen, dass es jetzt daran liegt. Du solltest, außer du drückst irgendwie die falschen Tasten zum Kämpfen.
Das wäre ein bisschen komisch. Das wäre ein bisschen arg komisch. Kann ich jetzt mittlerweile eigentlich hier den Afterlife verzaubern? Nee. Mann. So, ich hab's zumindest mal wieder repariert. Nee, also mich dieser Film, der macht mich, hey, da läuft's ja. Was war, da ist ein Chocobo. Ja, das ist meins. Warum ist das dir gerade so hinterhergeglitscht? Das ist nicht hinterhergeglitscht, es teleportiert sich hinterher, weil ich möchte das gerne in den Käfig reinbringen dort. Ja. Aber irgendwie schaffe ich das gerade nicht. Ja, weißt du, ja? Du scheinst wieder genauso unfähig zu sein wie Michael Bay. Ich danke dir, also deine Komplimente heute, die sind echt, also wow. Ja, ja, das muss ich schon sagen, Vielen Dank. Das muss man im Übrigen einfach mal noch dazu sagen, ja. Man hat natürlich einerseits einfach den Fakt, dass Michael Bay einen Scheiß auf Source Material gibt und deswegen auch einfach alles Mögliche verkackt, und zwar vor allem das verkackt, was so für Fans der Serie irgendwie mal cool gewesen ist oder sowas, ja. Aber er ist auch einfach kein guter Filmemacher. Mal ganz ehrlich, er ist einfach kein guter Filmemacher. Seine Geschichten ergeben keinen Sinn, sie sind schlecht erzählt. Die Figuren, die drin vorkommen, sind total flach und lieblos gestaltet. Ja? Und selbst ist, wenn sie von guten Figuren abgekupfert sind. Und wo war das jetzt? Hast du das gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war irgendwo da hinten. Nee, es ist. Ich hab's. Direkt neben mir. Nein, ich will's. Nope. Nein, komm. Nein! Ich hab'n. Nein, hast du nicht. Du Arsch. Ich hab'n zuerst gesehen. Warte. Du kriegst ihn. Da, hier. Okay, komm mal her. Wo bist du? Hier? Ja. Komm mal her. Danke. Dafür, dass du mir ihn geben wolltest. Das halt. Okay. Danke. Aber ich hab dir gesagt, mach die Cloud Boots. Damit ist man auch viel schneller. Ja, das ist richtig. Ich hab's gesehen. Sehr gut. So. Hast du eigentlich die Zeit gestoppt, wie lange wir schon wieder am Aufnehmen sind? Ich hab's nämlich vergessen. Also, ich hab einfach hier nebendran immer mein Auto City laufen und das sagt mir, dass wir 12 Minuten am Aufnehmen sind. Ja, dann. Dude! Hier hat ein Viech gerade einfach mal random Diamantpants gedroppt. Nee, gar nicht. Oh, das ist doch toll. Freezerite Leggings. Die sind noch toller. Damit kannst du auf dem Wasser laufen. Dude, seriously? Friere ich das ja, damit einfach? Ja, beziehungsweise wenn du sie anhast und aufs Wasser gehst. Oh mein Gott! Dann kommt einfach eine Eisschicht. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh, sind ziemlich cool. Wie cool ist das denn? Verschwindet die Eisschicht irgendwann noch wieder, oder? Ja, wenn du rechtsklick oder einfach drauf haust. Das ist nicht wirkliches Eis irgendwie, das packt dann irgendwie ein bisschen. Oh, okay. Wie geil ist aber das es denn? Es ist einfach ziemlich geil, wenn man irgendwie eben Piratenschiffe looten will oder so. Wie wir es ja auch schon gemacht haben. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß, was wir als nächstes tun werden. Und die Äxte aus Freezerite kann man auf jeden Fall gratis verzaubern. Oh, ja gut, das ist natürlich auch gut. Wie bekommt man Freezerite? Entweder das ist dieses Gestein, was eigentlich bei euch als Meteorit runtergefallen ist, also dieses Eisgestein, oder eben durch Mobs. Ah, okay. Das sind so die Optionen, die man hat. Ich friere hier gerade mal alles zu, weil ich kann. Wie gut ist das denn? Der hat einfach mal random Freezerite Leggings gedroppt. Und ich laufe hier mit meiner Hose in den Händen rum. Warum auch immer das? Warum auch immer ich das tue? Okay. Wahrscheinlich, weil ich es kann. Ist das mal so? Läuft auf jeden Fall bei dir. Mein Tipp. Ja. Die packen wir jetzt erstmal wieder weg. Oh, ich habe hier noch Verzauberte. Was machen die in Fury Aura? Weißt du, was das ist? Nee. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Und ich habe Cactus Cloth Leggings. Ja gut, die sind jetzt nicht so hammer. Ja. Oh, aber eine Fortune Living Metal Axe. Damit habe ich noch mehr Gottverdammt Holz, als ich sowieso schon habe, also noch mehr, als ich brauche. Und ich brauche eh keins. Also, eine Menge. Ich finde es so schön, dass man einfach wieder Bäume Bäume hinsetzen kann. Und dann wachsen wieder so schön. Na, wo ist denn dein Haus? Ja. Oder wo hast du denn so dein Haus? Ich will dir was Gutes tun. Ich habe mein Haus immer noch da im Villager-Dorf.
Warum? Das ist einfach, eines hat meine Kisten drin, also. Ich bin sowieso in Minecraft eigentlich nicht so der Bauer, warum auch immer. Was ein bisschen komisch ist. Ja, weil es da eigentlich um Bauen geht, aber ja. Irgendwie. Ja. Also ich bin jetzt auch gerade hier hinten und probiere irgendwie ein Feld zu machen für mein Hüsal, damit ich dann die Chocobos schnell mal züchten kann. Wo bist du denn hinten? Ja, da in dieser, was ist das, eine Steppe oder so, da wo das Gras so dunkelgrün weniger ist. Grün ist, sag ich jetzt einfach mal. Okay. Genau da. Da mache ich gerade mein Feld. Weil, ja, ich brauche mehr Güsal und hab mir gerade eine Sichel gemacht. Damit kann man dann Güsal sehr gut ernten. Ach so. Ja. Ich dachte, Sichel wäre zum Kämpfen da. Also nein, nicht so eine. Ah. Es ist einfach eine andere, so eine Farming-Sichel. Ach, stimmt. Halt. Sichel und Sense sind zwei unterschiedliche Sachen. Genau. So. Ich verschöne hier im Übrigen gerade die Landschaft. Ich hoffe, ihr wisst das alle wertzuschätzen. Ich hoffe, dass du sie auch schön verschönerst. Ja, weil ja. Zeus verschönern wäre, denke ich, einfach mit Wasser überfluten. Was? Kommst du jetzt darauf? Ja, wenn man so dein Haus angesehen hat und Pacos Haus und. Ach so. Ja, was soll das jetzt gerade? Der wechselt mir gerade immer mein Bone Meal hin und her. Oh Gott, was machst du? Ich, Was genau machst du mit Bone Meal? Ja, ich hab, Ich hab Blumen gepflanzt. Wenn du einfach auf eine leere Grasfläche drückst damit, dann wächst da überall noch Gras und Blumen und sowas. Ja, das wusste ich. Und aber davon habe ich jetzt gerade ungefähr 80 Felder gepflanzt. Okay. Und wieso das Ganze? Ja, weil ich Knochen habe und die Knochen nicht. Und dann verwende ich es dafür. Weil es hübsch ist. Ja, okay. In dem Fall. Ja, in dem Fall würde ich sagen, machen wir jetzt noch abschließende Worte. Also, ich werde jetzt hier einfach noch kurz mein Feld bepflanzen und du kannst ja schon mal. Boah, weil ich muss hier gerade noch kurz was machen. Dann könnten wir eigentlich in der nächsten Folge mal ein paar Dungeons nochmal gehen, jetzt wo du auch Frezzeret Boots hast. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde vorschlagen, dann gehen wir doch mal noch mal zu einem Piratenschiff, oder? Ja, dann, zu ein paar Piratenschiffen. Dann Mr. Freeze und sein unnützer Knappe. Ich danke dir, dass ich diesen wundervollen Titel erhalte hier. Sein unnützer Knappe, der für alles schuld ist, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte den perfekten Titel für dich. Du bist der Sündenbock. Der Sündenbock, ach so. Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall. Das wäre doch mal ein Superheldenname, oder? Das ist wundervoll. Ich danke dir. Auf den wärst du alleine ja gar nicht gekommen. Ja, auch wieder wahr. Ja, siehst du mal. Okay, nee, abschließende Worte. Michael Bay ist scheiße. Michael Bay ist scheiße. Michael Bay ist richtig beschissen. Ich hasse Michael Bay. Okay, Leute, ihr habt das gehört. Fuma ist ein Michael Bay-Hater. Ja, und bitte gebt mir eure Meinung dazu. Ich möchte wissen, was ihr über die Filme denkt, was ihr über Transformers denkt und so weiter und so fort. Aber eins muss euch natürlich klar sein. Wenn ihr auf die Idee kommt, diese Filme zu mögen, werde ich euch für immer als dumm empfinden. Oder zumindest als nicht medienkompetent. Also nicht in die Kommentare schreiben, Fuma, ich mag eigentlich diese Filme, weil sonst kriegt ihr instant Block. Ja doch, bitte, ich blocke gerne Leute. Sagen wir so, ja, ich mag diese Filme eigentlich, Block. Weg. Weg, wirklich. Einfach, kann ich irgendwie dafür sorgen, dass du nicht mehr Abonnent bist? Kann ich dich irgendwie deabonnieren? Genau so ungefähr. Ja. Ich habe einfach nur auf Gefällt mir gedrückt, um auf Gefällt mir nicht mehr drücken zu können. Ja, toll. Okay. Gut, auf jeden Fall, ja, würde ich auch von meiner Seite aus sagen, schaut mal bei Fuma noch vorbei und guckt seine Videos an. Sind auch ganz schöne Videos. Oh, danke schön. Ja, und bei der Stelle könnt ihr, wenn ihr mal 2 Minuten überhaupt, vielleicht auch mal überlegen, bei Killer möglicherweise reinzugucken. Ansonsten, ich habe noch andere schöne Videos, die ihr gerne nochmal gucken könnt. Ja, okay, ich merke schon. Ich würde jetzt einfach sagen, schaut euch auf jeden Fall die nächste Folge auch noch an. Da gehen wir ein paar Dungeons nochmal looten und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann, ne? Okay. Überlasse Fuma das letzte Wort. Ja, ihr wisst ja, crasht nicht eure Controller, dafür ist Michael Bayer da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.